Guten Morgen, Jason, da ist der Marco. Ja, guten Morgen, Marco, hallo. Wir haben gesehen, du hast mich gesucht. Du, ich muss dir was erzählen. Ich träume seit Wochen von einer Frau. Jede Nacht der gleiche Traum, also. Jason, kannst du mir den Traum ein bisschen näher erklären? Das ist so eine Partyszene mit vielen Leuten. Und die steht mittendrin. Sie ist einfach wunderschön, charismatisch und es hat so ein schwarz-weißes Kleid an oder man sieht es nicht richtig. Okay, Jason, ich habe verstanden. Ich werde mir überlegen, was der Traum bedeuten könnte und die Augen offen halten. Vielleicht sehe ich die Schönheit hier irgendwo. Also ich habe das Gefühl, ich muss die Frau einfach kennenlernen. Also das ist, ich verstehe das einfach nicht. Okay, gut. Okay, wir hören uns, gut. Ciao, Jason. Ciao, Fitti. Ciao. Hallo Nathalie, das gleiche wie immer. Ja, bitte gerne. Jetzt war's aber so? Ja. Mach mir einfach das gleiche wie immer. Ein bisschen Hochsteckversuch. Ich triff mich dann in einer Stunde mit einem Geschäftsführer für eine große Fabrik, um sein Event für eine Nacht zu planen. Mami, was essen wir heute zum Mittag? Wie war's denn mit dann? Gemüse? Ich hätte lieber Schnitzel mit Pommes. Sel habe ich mir fast gedacht. Gibst du mit mir mit, dann machen wir etwas mit. Okay. Das überlegen wir uns später noch, gell, Nathalie? Ja. Obwohl sie so jung ist, weiß sie so genau, was sie will. Ich weiß nicht, für wem sie das hat. Da fällt Tröpfel wohl nicht weit vom Stamm. Sag, ist bei dir alles in Ordnung? Schau, scheint irgendwie ein trauriger Geist. Oh je, ehrlich, ist sehr so offensichtlich. Ja, was? Ganz ehrlich gesagt, was noch der Mann, von dem ich dir zehnmal mal erzählt habe? Der. Ein Typ, den was du vor Wochen beim Warten auf der Bushaltestelle gesehen hast? Genau. Krass, fesch und schönste Lächeln, was es je gegeben hat. Ganz genau. Ja, dann habe ich jetzt einmal wieder gesehen, er ist vom Taxi ausgestiegen. Und ja, es war irgendwie magisch. Also ich habe ihn gesehen und die haben es gewusst, der ist es. Du wirst jetzt glauben, ich bin wahnsinnig. Du weißt schon, das klingt irgendwie komisch. Aber ich weiß einfach nicht. Ja, da ist halt irgendetwas. Na, vielleicht kann ich dir ein bisschen aufmuntern. Unsere Chefin ist die nächsten paar Tage nicht da und ich habe einen Schlüssel für den Laden. Ja. Was darfst du davon halten, wenn eine Party für uns organisiert hast? Da? Heint? Oder ja. Wenn soll eine Party? Heint. Heint? Ja, das wäre eigentlich nicht eine blöde Idee. Könnte man schon machen. Dann sorgst du, dass die Gäste kommen und ich werde alles andere organisieren. Super. Okay, ja dann die Gäste werden sicher da sein. Super. Ja, das wäre toll. Hey, Mann, ich werde ins Verkaufs gehen, wahrscheinlich ein bisschen Kopfweh und ich kann die ganze Zeit nur an den Mann denken. Deshalb kann ich es fast gar nicht genießen. Aber ich hoffe, ein macht viel Spaß und denke, ich freue mich auf dich. Ja. Danke. Nein, das kann ich schon verstehen. Ich begleite ihn noch zu dir. Ja, danke schön. Danke. Ja. Tschüss. Danke nochmal für alles. Ja, bitte gerne. Viel Spaß und schönen Abend. Danke. Tschüss. Tschüss, bitte. Hallo? Hallo. Wir haben eine geschlossene Gesellschaft und drei geladene Gäste. Suchen Sie jemanden? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll.
klingt total komisch. Ich träume seit einigen Wochen von dieser Situation, von dieser Party hier und von den Frauen. Und da ist eine. Ah, übrigens, hallo, ich bin Jason. Und da ist eine Frau mit so einem weiß-schwarzen Kleid, so eher größer, mit roten Haaren. Ich weiß, das klingt jetzt total komisch. Aber dieser Traum lässt mich nicht los. So verrückt, dass sie jetzt klingen mag, aber ich kenne wirklich eine Frau, auf die Beschreibung passen lässt. Echt? Ja. Ja, sie hat die Party organisiert. Sie ist erst vor 5 Minuten gegangen. Warten Sie jetzt schnell an, vielleicht ist sie noch in der Nähe. Sie hält nicht da. Melissa, da ist die Wohnung. Wenn das herrscht, dann rufen bitte dringend zurück. Danke. Geht dir. Was meinst du? Wie den Typ, den haben wir jetzt schon zum zweiten Mal gesehen. Wie, welchen Typ? Ich verstehe nicht, was du meinst. Ja, was soll denn das heißen? Ja, er hat sich bei jeder Begegnung nach mir umgedreht. Und das war so eine Verbundenheit. Als sagt man schon ewig kennen. Ja, kann es halt Zufall sein. Ja, aber wieso schlägt er mein Herz immer so schnell, wenn ich ihn sehe? Ach, das bildest du dir nur ein. Nein, aber ich weiß nicht, das gefällt mir irgendwie. Ja. Und wieso sprichst du ihn noch nicht einfach an? Nein, das überlassen wir dem Zufall. Weißt du, was wir jetzt sehen? Jetzt gehen wir nochmal zurück. Und wenn er noch da ist, dann haben wir dem Zufall auch wieder nachgeholfen. Schon? Ach, du bist die Beste. Na, schau. Ach, ich habe mit den Sachen meistens Pech. Surprise, surprise! Ladies, ihr dürft raten, was mir gestern passiert ist. Ein Sechser im Lotto, hä? Huh? Ah, George Clooney hat dich mit dem Ferrari angeholt zum Kaffee trinken, hä? Mensch, Mädels, die absolut heißesten Stiefletten, die meine kleinen Luxusfüßchen je geziert haben. Die braunen Enkelstiefletten. Die war's nicht? Ah, ja, die Schuhe. Leder, gell? Wie? Schon wieder neue Partyschuhe, hä? Huh? Du Shopping Queen, du! Ja, und die Schmuckstücke auch noch reduziert auf die Hälfte. Oh, danke, Schuh-Universum. Mein Glückstag. Die passen so zu meiner Bikejacke. Was? Die mit den Franzen auch. Na, die sind doch Hingucker, sind die auf jeder Party. Jacke? Und die Schuhe? Welche Jacke? Guck, guck. Hallo, Mann. Ja, bist du überhaupt da? Bist du krank? Mensch. Ja, bist du krank? Ja, Sinni, was ist denn los? Klamotten sind ja deine Leidenschaft. Was ist mit meiner Shopping-Gleichgesinnten? Was ist mit meiner Freundin? Ja, was ist denn los? Hallo, die Enkel-High-Heels. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich so abgelenkt in letzter Zeit. Ah, Madame ist verliebt, hä? Erzähl, gibst du vielleicht einen neuen Kerl, hä? Ach, ich weiß auch nicht, was ich denken soll. Es war irgendwie nur... Dating. Tinder. Facebook. Hä? Ja, ich hab geglaubt, du willst keinen neuen Typen. Du hast ja weltunabhängig und emanzipiert sein. Ja. Nichts mit Hof und Herd. Deine Liebe sind Taschen und Schuhe. Deine Worte. Risponde la segreteria telefonica. Dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio. Hallo Jason, grüß dich auch so. Ich habe dir leider gesagt, weil ich war gestern auf einer kleinen Feier, wo ein paar Bekannte von uns dabei waren. Aber die Frau aus dem Traum, von der du mir erzählt hast, die war leider nicht dabei. Aber vielleicht hast du Glück und du siehst du morgen beim Fotoshooting. Ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute. Ciao, hier ist Jason. Du, ich hab gemeint, heute ist der andere Fotograf, der mit dem Bart, der große Junge. Das hat heute anscheinend keine Zeit gehabt.
Du, dauert das noch lang? Nein, ich bin gleich fertig. Dauert nicht mehr lang. Vergiss nicht, die Cindy bzw. die Melissa anzurufen. Ah ja. Das ist ja auch nicht die mit den roten Haaren. Das ist ja schon so lang. Wir kommen in Freitag zu ihr heim. In ihren Keller zum Treffen wir uns alle. Ich bin mir ganz sicher, dass er kommen wird. Ach, Liebe ist wohl das Schönste, was es gibt. Hm? Bei der Liebe zählt nicht leicht. Geld oder Besitz, da zählt ganz was anderes. Oder was sag ich? Stimmt. Ja, das stimmt schon. Ja. Aber so verliebt wie du, dann wäre ich schon auch wieder einmal gern. Aber wirst du sehen, warten zahlt sich aus, Silly. Ja, es habt ihr alle recht, aber sei mal bisher still, wenn er jetzt kommt. Okay. Auf die Liebe. Ist der für mich? Ja, der ist für dich.